Ostern? Was machst du Ostern? Ostern werde ich Sport treiben. Sport? Ja. Also mal ein bisschen entgegengesetzt. Eierlaufen. Sowas, genau. Ich arbeite und wenn ich nicht arbeite und das Wetter schön ist, dann werde ich das erste Mal mein Motorrad ausführen. Ein bisschen joggen gehen, ins Fitnesscenter, die Sonne genießen. Was machst du, wenn das Wetter schlecht ist? Und dann bleibe ich zu Hause und mach gar nichts, lieg auf der Couch. Ostern. Ja. Frage. Verschenkst du was? Bis jetzt noch nicht. Was heißt bis jetzt noch nicht? Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Mathis, du hast dir schon Gedanken gemacht über Ostern, oder? Ja, total viel, seit diese coolen Dinger hier auf meinem Tisch stehen, bin ich voll in Osterlaune. Ostereier suchen ist bei uns richtig ein Ereignis. Also da, das ist schon, das kann in Stunden ausarten halt, wo man da unterwegs ist, um die Eier zu finden. Ne? Aber ich bin ein alter Hase und ganz zuversichtlich. Was machst du denn an Ostern? Weiß ich nicht, Osterfeuer an der Elbe, bisschen was trinken und so. Danach feiert eine Freundin ihren Geburtstag so. Burmi, Ostern. Wie feierst du Ostern? Gar nicht. Ich spiele zweimal Fußball, am Freitag und am Montag, wichtige Punktspiele, um mit dem sagenumwobenen SV Eidelstedt 2 in die Bezirksliga aufzusteigen. Und ich fahre am Ostersonntag mit meiner Freundin zu deren Mama, um mich dort verköstigen zu lassen. Du musst es jetzt sagen, jetzt, komm. Ich muss durcharbeiten. Echt? Ja. Ach, das habe ich ganz vergessen, das muss ich natürlich auch. Siehste? Ausreden. Auch. Das wollte ich dich gerade fragen. Ostern? Ja. Ja, das Grauenhafte soll ja sein, dass wir irgendwie 6, 7 Grad haben sollen und wir eigentlich traditionell bei Freunden einen Osterfeuerabend verleben. Aha. Ja, dann muss man wohl wieder die warmen Klamotten rausholen und ein kleines Zelt aufstellen. Aber das wird durchgezogen? Ja, natürlich. Knallhart. Knallhart? Egal wie. Warst du nicht auch der an Silvester schon gegrillt hat? Genau. Und ja, und wir, es wird wieder dort stattfinden. Immer ist gern draußen. Gerne. Ich habe Besuch aus München, meine Schwägerin und zwei süße Kinder, für die ich Eier verstecken muss. Deswegen hoffe ich auf gutes Wetter. Wie niedlich. Ja, sind die beiden auch. Mhm. Aber sie haben gesagt, wenn ich nicht vernünftig Eier verstecke, dann gibt's Ärger. Und ich habe auch keinen Plan. Ich schenke nicht, ich kriege nichts geschenkt. Ich fahre nur in Urlaub. Das muss reichen. Das muss reichen. Die müssen dann richtig lange suchen, ne? Die haben dann schon 1-2 Stunden richtig zu tun. Und 1-2 Stunden? Verzweifeln. Ja. Die sind ja schon 17 und 14, da kannst du es ja nicht mehr irgendwie im Garten hinter den Busch machen. Dann mache ich das irgendwie, weiß ich nicht, Geschirrspülmaschine und baue da irgendwas aus und dann irgendwie da unter oder so. Die müssen richtig anstrengend richtig suchen. Ran. Kriegen die Tipps von dir oder? Ja, wenn sie kurz vorm Verzweifeln sind, kriegen sie auch immer Tipps und sie haben es immer gefunden und fanden es immer genial versteckt und haben da auch jedes Jahr wieder Bock drauf. Ah. Wenn das Wetter toll ist, werde ich ein bisschen Radfahren, vielleicht. Ne? Oh, alles so sportlich. Ja, das geht jetzt ja los mit Osterhäschen. Osterhäschen. Wenn es schlechter ist, wobei vielleicht auch bei gutem Wetter, gehe ich zusätzlich in die Sauna. Hast du zu Ostern schon dekoriert? Nee, ich habe ja gerade die Weihnachtsdeko abgenommen. Ich kann jetzt ja nicht sofort wieder anfangen rumzuschmücken. Die Weihnachtsdeko? Und wenn das Wetter ganz, ganz schlecht ist, dann habe ich auch schlechte Nachrichten nur für mich, weil dann werde ich, glaube ich, meine Steuererklärung machen müssen. Oh, und doch das nicht wird an keine Ostern. Freude. Okay, danke. Am 3. April, das ist der Ostersamstag, freue ich mich tierisch drauf. Da wird einer meiner besten Kumpel 40 Jahre alt. Wir feiern bei St. Pauli. Ja. Ostersause. Ostersause, so richtig. Gut, dass ich Sonntag frei habe, weil sonst Montag keine Zeitung erscheint. Und ja. Da haben wir richtig viel Spaß. Hast du schon Ostereier bemalt? Lass mich in Ruhe. Das war ein Nein, glaube ich. Also, ich mache folgendes. Arbeiten und, Achtung, Eier schaukeln. Das soll wohl reichen, oder?